Ihr seht also jetzt hoffentlich auf euren Bildschirmen unsere kleine Runde. Es ist eine Runde von Ehrenamtlichen aus einem Nachbarschaftshaus. Die sind eigentlich verabredet, weil sie sich absprechen wollen für die nächsten Aktionen und ein paar Planungen machen wollen online. Es ist auch eine Zoom-Sitzung, wie ihr sehen werdet. Allerdings wird diese Sitzung etwas aus dem geplanten Rahmen verrutschen. Ja, die Ehrenamtlichen sind Rosi, Lutz, Ilona und Seda. Ich glaube, ich habe alles Wichtige erklärt. Unsere Ehrenamtlichen sind online. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Szene. Sorry, mein Handy. Lutz ist weg, oder was? Na, typisch. Oh Mann, dabei habe ich mich so beeilt, pünktlich hier zu sein. Ja. Du bist aber müde, Seda. Warum? Oh, du. Die andere Künstlerin, mit der ich das Atelier teile, die ist jetzt verreist. Also hatte ich den ganzen Raum für mich. Ich habe so riesen Leinwände gemalt und da war ich so drinnen und auf einmal war Sonnenaufgang. Na, du hast ja Zeit, die ganze Nacht malen. Also ich habe jetzt so eine gute halbe Stunde. Dann muss ich die Kinder abholen. Und dann muss ich auch wirklich los, denn außer mir holt keiner die Kinder ab. Ich hab auch keine Zeit. Ich arbeite jetzt in der Kita. Ich bin bei diesem Modellprojekt dabei, solidarisches Grundeinkommen in Berlin. Kindergarten? Kita. Rosi, du bist doch Fotografin. Ja, aber du kennst ja meine Brüche im Leben. Mir blieb nichts anderes übrig. Jetzt bin ich eben dabei und Gott sei Dank raus aus Hartz IV und ich kriege einen Mindestlohn. Ja, aber also, Rosi, du bist doch gar nicht qualifiziert, in der Kita zu arbeiten. Naja, ich arbeite ja auch nicht mit den Kindern. Das geht ja schon aus Corona-Gründen nicht. Ich gehöre ja zur Risikogruppe. Aber naja, ich besorge Material und gucke, dass die Räume gelüftet sind, arbeite mir im Hintergrund. Rosi, hallo, du arbeitest für deinen Lohn. Was soll da bitte schön Grundeinkommen sein? Also, ich bitte dich, das ist reiner Namensschwindel. Solidarisches. Ha. Das ist so eine Hartz-IV-Nummer. Schnallst du das nicht? Es heißt bedingungsloses Grundeinkommen, also ohne Bedingung, nicht Geld gegen Arbeit. Also bedingungslos heißt für alle, für jeden, für jede, für alle. Also so stellst du dir das vor, für jeden, jede und für alle. Also es ist völlig utopisch. Du brauchst ja nur noch mal ausrechnen, was das kosten soll, würde. Also geht doch gar nicht. Seda, was ist denn dann mit dem Sozialstaat? Was soll denn mit dem Sozialstaat? Der bleibt und der wird stärker. Wir brauchen ein Systemwechsel. Puh. Ja, und also das, also dieses bedingungslose Grundeinkommen würde dann bedeuten, jeder bekommt irgendwie ein paar hundert Euro im Monat. Und die ganzen sozialstaatlichen Leistungen, die wir haben,
die total wichtig sind und die vor allem flexibel sind für verschiedene Menschen, die fallen alle weg. Ja, sowas wie Wohngeld, wenn meine Miete teurer wird, dann bekomme ich mehr Wohngeld. Kindergeld, wenn ich ein neues Kind bekomme, bekomme ich mehr Kindergeld. Kinderzuschlag für Familien mit nicht so viel Geld. Was ist denn damit? Das wird doch dann alles kaputt gemacht, oder nicht? Ist doch verarsche. Nein, das ist alles da im Begriffen, das ist mitgedacht. Also beispielsweise du mit deinen Kindern bekommst natürlich mehr als ich als Singlefrau. Logisch. Also so ist das gerechnet. Und wenn du dann trotzdem arbeiten gehen möchtest, kannst du ja zusätzlich was verdienen. Natürlich, du gehst dann arbeiten. Naja, dann gehst du mal so arbeiten, Seda. Das mag für dich irgendwie funktionieren, die du dann mal die ganze Nacht malen kannst. Aber es gibt irgendwie Leute, für die lässt sich das nicht so flexibel handhaben. Gerade wenn man Familie hat, ja, wenn man vielleicht auch im Schichtdienst arbeitet. Wie soll denn das funktionieren? Wirklich, Seda. Heute bist du wieder besonders radikal. Wie sollen wir denn da zusammenkommen? Leute, werdet doch ein bisschen kreativ. Das sind alles so alte Arbeitsmodelle, alte Denkstrukturen. Komm mal da raus, kommt in den Schwung. Also wir müssen die Gesellschaft verändern. Es muss was Neues kommen. Arbeit ist nicht alles. Ja, aber das sind doch alles völlig unrealistische Ideen. Warum verbessern wir denn nicht das, was wir haben, was ein großartiger Sozialstaat ist? Wieso arbeiten wir denn nicht erstmal daran? Und außerdem, dieses Grundeinkommen, das bekommt dann auch die Chefin von Porsche, oder? Die Chefin von Porsche, die sowieso schon 12.000 Euro im Monat hat. Dann kriegt sie noch 1.000 Euro dazu. Ist ja toll. Dann kann sie sich irgendwie noch eine dritte Yacht kaufen oder sowas. Das ist doch nicht fair. Ja, genau so machen wir das. Wunderbar. Oh, sorry, aber dieses Geschäft musste unbedingt noch in Sack und Tüten. Jetzt kann gefeiert werden. Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich schon angefangen? Nein, du warst ja nicht da. Dann habe ich also noch nichts verpasst. Doch. Doch. Wir waren gerade im Gespräch über das bedingungslose Grundeinkommen. Und das solidarische Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Solidarisches Grundeinkommen. Aha. Aber Rosi, so euphorisch siehst du gar nicht aus. Also hat dich das Thema so richtig nicht überzeugt oder wie? Sag mal, übrigens, ich habe gehört, du arbeitest jetzt in einer Kita, stimmt das? Und bist dafür, wenn ich es richtig verstanden habe, für die Materialbeschaffung verantwortlich? Ich kenne dich noch als erfolgreiche Fotografin. Kratzt das nicht etwas an deinem Selbstbewusstsein? Weißt du, Lutz, ich habe das System nicht erfunden, was du auch noch mit unterstützt. Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Rosi, weißt du, sag du erstmal. Siehst du, das ist genau das. Du hast das System nicht erfunden, aber du steckst in dem System. Also, wir brauchen einen Systemwechsel. Es ist nötig. Dieser Hartz IV soll sowieso abgeschafft werden und ein neues System muss daher. Verstehst du das nicht, Rosi? Rosi, wenn du dich von dem solidarischen Grundeinkommen verarschen lässt, bist du selber schuld. Ja, Seda, dass du natürlich so euphorisch bist fürs bedingungslose Grundeinkommen, das kann ich natürlich verstehen, Frau Künstlerin. Du siehst auch heute wieder nicht so frisch aus. Hat Frau Künstlerin wieder gearbeitet die ganze Nacht durch? Dass du natürlich für das bedingungslose Grundeinkommen bist, kann ich mir gut vorstellen. So richtig für das Bruttosozialprodukt macht ihr Künstler ja nichts, ja eine brotlose Kunst. Aber Pinke gibt es dann trotzdem nicht. Lutz,
Also, ich bin für bedingungslose Grundeinkommen. Ja, bin ich. Also, siehst du? Du siehst das seit Jahren. Ich lebe ja prekär. Mal geht es gut, da verdiene ich. Und dann geht es wieder nicht gut. Dann sind diese Durststrecken. Da muss ich immer überbrücken. Und dann weiß ich nicht, wo die Miete her soll. Und wenn da ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre, dann könnte ich mich nur auf die Arbeit konzentrieren. Seda, das ist ja, also ich meine, klar, du würdest dann ein lebenslanges Künstlerstipendium bekommen. Und alle anderen, die vielleicht irgendwie was Wirkliches arbeiten und Sozialleistungen dazu irgendwie aber brauchen, für die wird alles abgeschafft. Und überhaupt, Seda, ich meine, deine Theorie ist ganz nett, ja, aber es wird doch nie eingeführt, vielleicht in 50 Jahren, das werde ich bestimmt nicht mehr erleben. Also, ich kann darauf nicht warten. Sag mal, Ilona, weil du gerade gesagt hast, man arbeitet und arbeitet und arbeitet, bei dir habe ich manchmal das Gefühl, du arbeitest, drehst dich aber irgendwie im Kreis. Ohne Wohngeldzuschüsse und diese Zuschüsse und jene Zuschüsse kommt ihr eigentlich so richtig nicht über die Runden. Sag mal, meine Lebensauffassung ist ja, wer sich keine Kinder leisten kann, sollte sich auch keine anschaffen. Echt jetzt, Lutz? Ganz wirklich, das, was ich mache, ist systemrelevant. Ja? Auch wenn es scheiße bezahlt ist. Und das, was du machst, nicht. Und meine Lebensauffassung ist, wenn man Kinder hat, dann sollte man ihnen vernünftige Werte beibringen. Und dann sollte man ihnen beibringen, dass sie was machen, was allen zugutekommt. Und nicht einfach nur Geld scheffeln. Naja, das mit den Kindern sollte schon gut überlegt werden. Also ob man Kinder wirklich gut durch das Leben bringt. Also, ich habe mich bewusst gegen die Kinder entschieden. Ich habe mich für die Kunst entschieden. Super. Also, Ilona, ich glaube, du verstehst es einfach nicht. Du hast nämlich keine Chance. Weder als Frau noch mit Kindern und so gar nicht wegen alleinerziehend. Du hast wirklich keine Chance. Ey, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr hier irgendwie aus Frustration oder aus Ignoranz oder aus Zynismus dieses System, in dem wir leben, überhaupt nicht mehr unterstützt, dann will ich eigentlich überhaupt nicht mit euch zusammenarbeiten. Ja, sagt mal, was ist denn heute eigentlich los? Also ihr seid mir auf einmal so fremd, irgendwie scheinen wir nicht in derselben Welt zu leben. Also ich bin raus. Hallo Leute! Schnallt ihr das nicht? Wir stecken alle in diesem System. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wenn ihr das nicht einmal schnallt, dass wir eine neue Gesellschaft brauchen, dass wir ein neues System brauchen, dann weiß ich auch nicht, was ich hier mit euch tue. Wir sitzen alle in demselben Boot, aber wir brauchen einen Systemwechsel, Seda. Na, ich weiß nicht. Das System, wie es jetzt funktioniert, funktioniert für mich wunderbar. Und meine Losung lautet, wer arbeitet, wird belohnt. Wer nicht arbeitet, wird nicht belohnt. Tja. Da sitzen Sie nun in Ihrer Zoom-Sitzung. Ja, und jetzt wollen wir euch auffordern. Wir wollen euch auffordern, euch in diese Situation einzumischen. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, einer der Figuren zu unterstützen, argumentativ noch zu verstärken, wie Rosis oder Ilonas oder Sedas oder Lutz Position zu stärken. Wer Lust hat, sich in dieses Team in diese Zoom-Sitzung einzumischen, der möge jetzt mal sein Bild anstellen und seinen Ton und wir schauen mal, wer sich da so meldet.
Ja, ihr müsst dann schon das Bild anstellen und den Ton, sonst wird es nicht funktionieren, dass wir mal die Szene mit jemand anderen, einem von euch sehen und schauen, wie sie sich dann verändert. Hallo, wen haben wir denn da? Beate. Ah, Beate, ich höre dich noch nicht. Moment. Jetzt möglicherweise, nein. Das Mikrofon noch anmachen. Ich habe mich nur kurz eingeloggt, weil ich mich jetzt woanders noch eingeloggt habe. Ich wollte gar nicht mitmachen. Ich jetzt hier noch okay. Was war denn deine Meinung? Ja, gibt es jemanden, der in diese Zoom-Sitzung sich einmischen möchte? Das ist das Experiment und die Frage für heute. Ah, ich sehe, noch sehe ich niemanden, aber ich hoffe, dass sich bald jemand zu erkennen gibt, der Lust hat, mit unseren vier Figuren weiter zu diskutieren. Renate? Ja? Hallo, Renate. Ja, ich bin Geschäftsführerin im Nachbarschaftszentrum Uferfabrik und wir haben 17 Stadtteilmütter, die finanziert werden über das Grundeinkommen. Und ich sehe das mit ganz gemischten Gefühlen, auch das, was die drei Figuren gesagt haben. Die sind ja wie aus dem tatsächlichen Leben gegriffen. Und ich finde es spannend, was die drei sagen. Aber für mich erschließt sich noch nicht sozusagen die Komplexität dieses Themas. Ja? Also bedingungsloses Grundeinkommen gegen solidarisches Grundeinkommen. Ah ja, also du bist... Ich habe jetzt verstanden, du sympathisierst also eher auch mit Rosi, die ja dieses solidarische Grundeinkommen in Anspruch nimmt oder da reingekommen ist. Hätte sie sich gegenüber den anderen noch ein bisschen stärker zu Wehr setzen sollen, sage ich jetzt mal so? Na, für mich ist es immer so, wenn jemand eine Überzeugung und eine Meinung hat, dann ist es gut, auch eine andere Meinung anzuhören. Ich bin aber nicht so überzeugt davon, dass ich sage, ich will euch jetzt unbedingt überzeugen, sondern ich gebe gerne die Argumente, ja, und ob ihr die dann annehmt oder ob ihr dabei bleibt, was ihr sagt, das ist dann eure Entscheidung. Also insofern meine ich, dass Rosi hätte sich nicht mehr positionieren müssen. Das ist völlig in Ordnung, was sie gesagt hat, das ist ihre Meinung und die verdient Respekt und Wertschätzung. Genauso wie von den beiden anderen. Naja, bei Lutz bin ich noch ein bisschen... Renate, der Spaß... Der ja? Spaß, natürlich musst du niemanden überzeugen oder von seiner Meinung abbringen, aber es macht natürlich Spaß zu sehen, wie die auf dich reagieren. Deswegen würde ich mich jetzt nicht, also ich werde mich jetzt gleich rausziehen und du versuchst mal die Diskussion in deinem Sinne zu beeinflussen und zu lenken, okay? Ja. Okay, dann geht's los, wenn ich weg bin. Hallo Renate. Hallo Renate, du bist ja auch noch da. Ja, hallo. Hallo Renate. Hallo. Genau, erzähl doch mal von den Stadtteilmüttern. Naja, das sind alles Frauen, die selber Kinder haben, aus verschiedenen Ländern dieser Erde hierher gekommen, nach Deutschland, aus den unterschiedlichsten Gründen und die haben aber zum großen Teil eine große Kompetenz in der Arbeit eben mit Familien und Müttern, was sie ja dann auch machen sollen, wenn sie genügend geschult sind. Und einige von denen betrachten das auch tatsächlich als eine gute Möglichkeit zu arbeiten und Geld zu bekommen für ihre Arbeit. Habe ich das richtig verstanden, dass sie das solidarische Grundeinkommen
Ja, die kriegen vom Berliner Senat gibt es so ein Programm, dass so und so viele Menschen davon profitieren können, also das Geld bekommen. Ich sag mal, es ist ja nicht alles nur schwarz oder weiß. Der Punkt bei den Frauen ist oder bei dieser Art von Grundeinkommen, dass sie 5 Jahre die Garantie haben, in unserer Organisation zu arbeiten und danach haben sie unbefristete Arbeitsverhältnisse. Und das ist in der heutigen Zeit ja auch nicht verkehrt. Ja? Das haben sie. Andererseits ist es natürlich, mir wäre es lieber, es hieße eben nicht solidarisches Grundeinkommen, sondern es wäre eine adäquate, adäquat ist die Bezahlung, die ist nicht schlecht, aber ich bin eher dafür, dann zu sagen, was ist denn daran eigentlich solidarisch, wenn jemand seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt und arbeitet und dafür Geld bekommt. Ja, ja, genau so, Renate, das ist eben der Namensschwindel. Das hat mit Grundeinkommen nichts zu tun. Ich finde es toll, also ich bin ja auch ein Migrantenkind, ich finde es toll, dass diese Mütter, diese Frauen eine Möglichkeit haben, sich in der Gesellschaft einzubringen. Aber wieso nennen wir das Grundeinkommen? Das ist ein Arbeitsverhältnis, das ist eine Maßnahme. Darum geht es mir. Wie werden die denn überhaupt ausgebildet? Also ich meine, was haben sie dann irgendwie einen Abschluss oder irgendwas? Wie qualifizieren die sich denn, die Frauen? Die qualifizieren sich über Qualifizierungsmaßnahmen und Schulungen und auch Sprachunterricht, weil nicht alle sprechen ja schon komplett fließend Deutsch. Und das wird organisiert von der Senatsverwaltung und den jeweiligen Arbeitsämtern. Siehst du, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Rosi, schnallst du das endlich? Du arbeitest, das ist kein Grundeinkommen. Ja. Solidarisches Grundeinkommen heißt es auch noch. Gemeinnützige Arbeit. Würden Sie denn dann, würden diese Frauen mit ihrer Qualifizierung, wenn sie jetzt zum Beispiel umziehen, ja, würden sie dann auch woanders eine Anerkennung für das bekommen, wie sie da gearbeitet haben? Für das, wie sie gearbeitet haben, oder würden die dann woanders auch eine andere Stelle bekommen? Ja, mehr so das. Also gibt. Weiß ich nicht. Also das denke ich, es gibt, glaube ich, an diesem Punkt ganz viel zu diskutieren, ganz viel zu recherchieren. Ich betrachte das jetzt erstmal als eine Möglichkeit und auch ein Probelauf. Und uns geht es auch um die Menschen, die dort bei uns sind und auf den unterschiedlichsten Ebenen arbeiten werden. Und wir werden sehen, das, was wir anbieten können als Nachbarschaftszentrum, ist ein gutes Arbeitsklima, gute Rahmenbedingungen, Kontakt mit all den anderen Mitarbeitern. Wir haben immerhin 320 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, MitarbeiterInnen. Und ich denke, es ist tatsächlich eine Chance und trotzdem habe ich aber insgesamt Bauchschmerzen bei diesem Thema oder bei diesen Maßnahmen. So, und das, ich sage eben auch, es ist nicht alles schwarz oder weiß, es gibt auch grau und an dem Punkt mal sehen, wie die Chance genutzt wird auf allen Seiten. Und dann informiere ich euch sehr, sehr gerne weiter, wenn ihr wollt. Oder ihr könnt euch auch selber, Nachbarschaftszentrum Uferfabrik, mache ich gleich mal ein bisschen Reklame, www.nuss.de, da könnt ihr gucken, wie wir arbeiten. Ja, Jens. Ich habe deinen Standpunkt zum solidarischen Grundeinkommen, glaube ich, gut verstanden. Du hast ihn sehr klar gemacht. Was für ein Verhältnis hast du denn zu dieser Idee des bedingungslosen Grundeinkommens? Ich fände es wunderschön, wenn wir das haben könnten, aber ich bin eine ziemliche Realistin. Ich halte es unter den derzeitigen Bedingungen, in denen wir leben, wird es wohl nicht kommen. Ich fände es toll, wenn wir alle sagen könnten, es gibt sozusagen ein grundlegendes Einkommen, von dem man leben kann und dann kann man tatsächlich gucken, was man mit seinem Leben beginnt, wo man sich einbringt, wo man etwas machen möchte. Gut, also das fände ich schön. Ich denke bloß, wie gesagt, es ist wohl so im Moment nicht machbar.
Okay, vielen Dank, Renate. Vielen Dank, dass du auch die Erste warst, die sich in die Szenerie eingemischt hat. Aber vielleicht gibt es ja draußen im Kreis noch Menschen, ja, die noch mal ganz speziell eine Position zum bedingungslosen Grundeinkommen haben. Ich hatte auch gar nicht die Idee, dass ich so lange einbezogen bin in euer Gespräch. So ist das. War aber spannend. Herzlichen Dank an dich. Ja, ich frage noch mal in die ganz große Runde da draußen. Sollen ja vielleicht bis zu 80 Personen sein, die jetzt gerade dabei sind. Gibt es jemand, der sich in diese Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen da vielleicht noch mal eine Position beziehen will? Entweder dafür oder dagegen. Wir haben ja Figuren, die sowohl das eine wie auch das andere repräsentieren, wie Renate schon gesagt hat. Renate, du kannst, wenn du magst, auch wieder dein Bild ausstellen und deinen Ton. Dann gucke ich mal, wer da noch aufploppt, der sich noch meldet und Position beziehen will für die ein oder andere Richtung. Das bedingungslose Grundeinkommen, ja, darum geht es bei den Vieren. Darum haben sie sich gestritten. Darüber streiten sie. Wir würden gerne weiter auch nochmal mit jemandem von Ihnen diskutieren. Ist da jemand, der Lust hat? Ja, im normalen Theater ist das jetzt ganz einfach für mich als Moderator. Ich würde dann Ihnen in die Augen schauen können und könnte sehen, ob Sie unruhig auf dem Stuhl hin und her rutschen oder sich trauen würden oder vielleicht sich gerade nicht trauen, aber gerne was sagen würden. Das kann ich natürlich in dieser Form der Begegnung schwerer. Aber ich hoffe doch, dass es jemand gibt, der sagt, jo, ich will mal was zum bedingungslosen Grundeinkommen sagen. Und eine der Figuren in ihrer Position unterstützen oder kritisieren. Wir haben ja von Renate schon gehört, dass sie sagt, naja, man muss das am solidarischen Grundeinkommen auch wahrnehmen, was daran möglich ist und herauskriegen, was dann am Ende, wie das am Ende wirkt. Aber was ist mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Gibt es so jemanden, der, wie Seda sagt, das ist eine Idee, die wir unbedingt umsetzen sollten? Gibt es unter Ihnen Anhänger des der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens? Dann zeigen Sie sich doch, bitte. Also ein Herr ist da, versucht sich da reinzuschalten, der Herr Weiland. Wenn ich das richtig sehe? Ja, mal gucken. Bernd, Weiland, wollten Sie, zeigen Sie sich vielleicht mal kurz, auch wenn Sie nicht die Absicht hatten, sich zu zeigen? Vielleicht ist da Kaffee trinken gegangen, kann auch sein. Alle sind für bedingungsloses Grundeinkommen, aber sie können das jetzt nicht sagen. Das wäre sowas wie für deren Arbeitgeber, die wollen nicht arbeiten. Aber die wollen ja. Naja. Ah, da ist die Sabine, will was sagen. Hallo Stefan. Ja, hallo. Ja, wir kennen uns ja noch aus Berlin. Also, wir haben auch gleich noch eine Arbeitsgruppe dazu sozusagen, zu den Beschäftigungsprogrammen. Und wie sieht das denn tatsächlich aus in der jetzigen Welt und wie können wir uns die Zukunft vorstellen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen oder welchen Instrumenten auch immer. Erste Frage, Stefan, wie stehst du denn dazu zum bedingungslosen Grundeinkommen? Ja, ich arbeite ja selbst in dem Bereich mit den Leuten, die Arbeit suchen und wir haben auch hier die Sozialberatung im Haus und ich bekomme immer mit, was für ein Wahnsinnsbürokratie ja, genau das ist unser Sozialstaat sozusagen mit den Jobcenter. Bevor du jetzt mir das alles erklärst, schalte ich dich jetzt in unsere Zoom-Runde mit den Ehrenamtlichen und da streite doch mal für deine Position. Los geht's. Genau, Ilona, du findest ja unser Sozialsystem so klasse. Hallo Stefan. Hallo. Schön, dass du auch da bist. Wie bekommst du das denn hin, tatsächlich mit der ganzen Bürokratie zu Rande zu kommen? Ja, naja, okay. Zugegeben, natürlich ist es anstrengend, ja. Also gerade Wohngeld in Berlin,
Es dauert auch manchmal sehr, sehr lange. Man stellt einen Antrag und dann dauert das sehr, sehr lange. Aber letztendlich habe ich Wohngeld bekommen und es entspricht auch meiner Miete. Das finde ich halt super. Mhm. Gut, für Kindergeld braucht man fast gar keine Bürokratie. Ne? Das ist wirklich super unbürokratisch. Eben, weil das für alle ist, Ilona. Kindergeld ist für alle. Kindergeld ist für alle, die Kinder haben. Ja, und bedingungsloses Grundeinkommen wäre für alle. Das wäre auch unbürokratisch. Das würde jeder einfach bekommen, so wie Kindergeld, die Kinder haben. Ja, sag mal, aber Stefan, findest du denn den Sozialstaat nicht sinnvoll? Ja, natürlich. Nur, wir haben auch, wenn du tatsächlich drin hockst, in der Situation im Jobcenter und du bekommst einen Bescheid nach dem anderen, dann ist es so, du arbeitest etwas, hast ein bisschen Einkommen, dann muss wieder alles neu berechnet werden, dann gibt es wieder einen neuen Bescheid. Dann läuft deine Aufenthaltserlaubnis aus, die ist schon längst beantragt, das Amt kommt nicht hinterher, die Kosten vom Jobcenter werden auf einmal auf null gesetzt und du bekommst gar kein Geld mehr und so, genau. Das klingt total schrecklich. Ich wäre dafür, das zu verbessern. Wäre das nicht toll, wenn da einfach doppelt so viele Leute sitzen würden und alles würde schneller gehen und alles würde besser gehen? Wäre das nicht die Lösung? Ja, frage ich in die Runde. Also das fände ich gut. Also du willst noch mehr Arbeit schaffen für die, die keine Arbeit haben. Das ist ja deine Verschwendung. Ich will Arbeit schaffen. Ja, genau, toll. Das schafft ja auch noch Arbeit. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also, erstens schafft es Arbeit und zweitens passiert dann das, was Stefan beschrieben hat. Das ist ja wirklich blöd. Dann wird es schneller bearbeitet. Dann hat man nicht das Problem, das Amt kommt nicht hinterher und so weiter. Und ja, außerdem, wie wäre es damit, wir schaffen das Amt komplett weg? Das wäre ja total unnötig, weil jeder ja genug zum Essen und zum Wohnen hat. Und den Rest arbeiten geht, wenn man möchte, dann würde mir das ganze System neu schaffen. Also. Oder langsam kommst du auf die richtige Seite. Vielen Dank, Seda. Stefan. Ja, das wäre ein Ressourcenumverteilen sozusagen. Super, ja. Stefan. Gut, dass du in unserer ehrenamtlichen Runde auch dabei bist. Danke, Stefan. Stefan, ja, auch von mir herzlichen Dank für deine Intervention. Ist es tatsächlich aus deiner Sicht die Schwerfälligkeit des Systems, das das größte Problem ist, also die Bürokratie? Deine These war ja sozusagen auch das Bestehende sozusagen zu verbessern, statt, habe ich jetzt mal so rausgehört, als bedingungsloses Grundeinkommen oder habe ich das falsch verstanden? Ja, also es geht sicherlich alles nicht von heute auf morgen. Wir müssen nur zusehen, dass wir in die Richtung uns bewegen. Weil im Moment ist die Bürokratie halt so hoch, so groß, dass tatsächlich der Blick auch verstellt ist und man überhaupt nicht an den Ressourcen arbeiten kann, tatsächlich etwas auf den Weg zu bringen. Und da wird einfach zu wenig investiert, zu wenig reingesteckt. Und wenn man sich tatsächlich die Zeit nimmt, individuell zu begleiten, zu gucken, wo sind die Ressourcen, wo kann man noch, wo braucht man noch Unterstützung, welche neuen Kenntnisse sind notwendig und was sind überhaupt die Talente der Leute, die es zu entwickeln gilt. Mhm. Genau. Okay, vielen Dank, Stefan. Wir haben noch knappe 10 Minuten, würde ich sagen. Gibt es noch jemanden, der sich in unsere Runde und die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen einmischen will? Ich meine, ein Thema, was da ja immer mitschwingt, ist, wie gehen wir mit Hartz IV um und was sollte oder wie sollte oder wie könnte auch das Hartz IV-System geändert werden? Das steht ja immer noch groß im Hintergrund. Vielleicht gibt es ja auch dazu eine Meinung. Das ist der Herr Hannemann. Ich habe gerne was zu sagen, ja. Ja. Ich habe mich gerade erst dazu geschaltet, deswegen weiß ich nicht, welche Argumente vorher schon gefallen sind. Aber als ich eben das Bürokratieargument gehört habe,
würde ich gerne noch anfügen. Das eine ist... Moment, Veit, ich werde dich mal rausziehen und du kannst mit unserer Gruppe, Zoom-Gruppe weiter diskutieren. Okay. Hallo, Veit. Hallo. Bin leider erst kurz dazugekommen, bin in der Toskana im Urlaub, aber wollte den Workshop hier jetzt machen, deswegen habe ich mich verspätet dazugeschaltet. Sorry. Das Argument, was ich eben gehört habe, wir brauchen, wenn wir die Bürokratie sozusagen noch besser ausstatten, könnten wir noch besser sozusagen schneller, effizienter arbeiten. Ich denke, das Gegenteil muss passieren. Die Bürokratie ist eine unnötige, sehr kostenaufwendige Bürokratie. Aber das Entscheidende ist nicht, dass wir diese bürokratischen Apparate überhaupt haben, die dann eine sehr zweifelhafte Beschäftigung schaffen. Ich würde das eher als Bullshit-Jobs bezeichnen, wie das der gerade verstorbene Graeber auf anderen Gebieten auch so genannt hat. Ich würde sagen, das Entscheidende ist, was tut die denn, diese Bürokratie? Sie reglementiert und sanktioniert einen ganz bestimmten Teil der Bevölkerung, nämlich die, die am schlechtesten dran sind. Das ist per se eine Ungerechtigkeit, denn auf der anderen Seite der sozialen Skala haben wir Reiche, konzentrierten Reichtum, der sich jeder Reglementierung und Kontrolle bis hin zur Steuerzahlung entziehen kann. Wir müssen, glaube ich, beim bedingungslosen Grundeinkommen von einem völlig anderen Menschenbild ausgehen. Wahrscheinlich ein Argument, was vielleicht Stefan schon genannt hat, aber das Menschenbild ist, dass ich zunächst mal ja nicht etwas als Leistung bezahle, sondern über den Staat und das bedingungslose Grundeinkommen, was gezahlt wird, die Möglichkeit geschaffen wird, an Gesellschaft teilzuhaben. Ja. Das ist eine Leistung, die bezahlt wird. Veit, genau das sagst du. Neue Gesellschaft, neues System, genau das brauchen wir. Aber das ist toll, dass du in unserer Runde gekommen bist. Tatsächlich. Aber Veit, das stimmt doch gar nicht. Also ich meine, was diese Bürokratie und dieser Staat machen, ist, dass sie Geld verteilen. Sie verteilen Kindergeld, sie verteilen Wohngeld. Sind das? Sie verteilen einen Kinderzuschlag für arme Familien. Also ich sehe, dass da eine Menge gegeben wird. Du hast natürlich völlig recht mit dem reichen Teil der Bevölkerung. Ja, der müsste mehr belastet werden. Damit wiederum könnte man diese Sozialleistungen dann doch aber auch verbessern. Ich verstehe nicht, wie sanktionieren die nur, die vergeben doch was. Ja, das ist richtig. Das bestreite ich auch nicht. Teile des Sozialstaats halte ich auch für richtig. Aber gerade alles, was mit Beschäftigung verknüpft ist, entspringt einem Menschenbild, dass Menschen nur arbeiten wollten und würden, wenn man sie unter bestimmte Kontrolle setzt, wenn man sie unter Druck setzt. Zahle ich einem Menschen etwas, ist das gesellschaftlich am meisten verbreitete Bild, dann tun die Leute nichts mehr. Ich glaube, das also du meinst jetzt eigentlich vor allem Hartz IV und so, ne? Ja, ja, genau. Das war ja vorhin das Stichwort, okay. Hartz IV. Ja, ja. Also es ist richtig, was du sagst. Es gibt natürlich andere Sozialleistungen, die auch bedingungslos sind. Ja. Aber hier, man könnte ja auch darüber diskutieren, ob alle anderen Sozialleistungen abgeschafft werden müssen, wenn man bedingungsloses Grundeinkommen hat. Das würde ich nicht unbedingt befürworten. Aber dieses Menschenbild, was dahinter steht, schafft eigentlich eine andere Ausgangssituation, wo ich sage, die Freiheit des sich entscheiden Könnens, also sich eventuell auch phasenweise zurückziehen Könnens vom sogenannten Arbeitsmarkt bis hin zu kreativ tätig sein, bietet neue Optionen, die gesellschaftlich sehr produktiv sein können. Danke, Veit. Aber ich möchte auch noch mal ein Statement dazu abgeben, was Herr Hannemann gesagt hat. Das klingt zwar sehr redlich, ich bin aber der Meinung, dass es diesen Typen Menschen im Moment noch gar nicht gibt. Und die Gefahr besteht, Herr Hannemann, dass dann sehr viel, also ein bestimmter Prozentsatz von Menschen gar nicht mehr arbeiten wollen, sondern sich dann in diese... ich bekomme sowieso schon Geld durch das bedingungslose Grundeinkommen, sich in diese Schiene gern fallen lassen oder in diese Matte gern fallen lassen. Und Herr Hannemann,
Wer macht dann noch solche Arbeit wie Müllabfuhr oder andere Arbeiten, wo man sagt, ich werde doch jetzt nicht noch so eine schmutzige Arbeit machen oder schwere Arbeit oder minder bezahlte Arbeit, wenn ich auf der anderen Seite diese Grundabsicherung habe. Nach meiner Meinung wird dann dieses ganze diese Arbeitswelt sich komplett in eine Schieflage bewegen. Da habe ich die Lutz, da irrst du dich gewaltig. Diese Arbeiten sollen sachgemäß bezahlt werden, richtig bezahlt werden. Dann geht jeder arbeiten. Sieh mal die Müllabfuhr, das war mal Immigrantenjob. Mittlerweile ist es gut bezahlt. Jetzt ist es ein Bio-Deutsch-Job. Aber vielleicht findest du ja gar keine Müllmänner mehr. Hallo. Ich wüsste gerne, was Veit dazu zu sagen hat. Ja, genau. Ich auch. Ich würde es auch gern hören. Ja, Veit. Dann nochmal in aller Kürze. Das eine ist, dass Jobs anders bezahlt würden. Unattraktivere Jobs müssten besser bezahlt werden. Das heißt, es gibt eine Verschiebung auf dem Arbeitsmarkt. Und dann würde ich ganz gerne nochmal unbedingt darauf hinweisen, dass die Digitalisierung unseren Arbeitsmarkt komplett verändern wird. Wir werden sowieso eine Menge Jobs haben, die in Zukunft durch digitale Technologien ersetzt werden. Und das wird uns so oder so, ob wir das Grundeinkommen einführen oder nicht, das setzt uns vor ganz große Herausforderungen. Aber bestimmte Jobs werden gar nicht mehr nötig sein und andere Jobs müssen besser bezahlt werden. Das glaube ich auch. Das finde ich auch. Okay. Dann danke ich in die Runde. Danke nochmal Veit und Stefan, dass ihr in der zweiten Runde dabei wart. Stefan, welche Arbeitsgruppe leitest du gleich oder bist du beteiligt an? Ja, es gibt die Arbeitsgruppe Arbeit und Beschäftigung in der Nachbarschaft. Und da wird es genau darum gehen, was für Instrumente nutzen wir denn jetzt tatsächlich? Welche Erfolge haben wir auch damit? Und wo gibt es Bremsklötze, die dem völlig im Weg stehen? Mhm. Und letztendlich, was ist unsere Vision, dass die Bremsklötze zu lösen und loszulegen, das zu verändern? Ja, vielen Dank. Das war es also zunächst einmal von uns, vom Legislativen Theater, von Rosi, Lutz, Ilona und Seda, gespielt von Melanie Nebe, Uwe Ulrich, Nina Stratenwert und Zoe Somruck. Herzlichen Dank an euch vier. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen gedanklich aufgemischt und herausgefordert. Das war unsere Idee. Und ich wünsche euch noch eine ganz facettenreiche und intensive Diskussion in den Arbeitsgruppen.